So, ja. Ich muss gucken, dass mein Mikro hier passt. Ich habe jetzt keinen Test gemacht, aber ist egal. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, aber... ja. Ich muss dann noch gucken, ob es da noch hier Gefahr in der Nähe. Ich habe hier die Häuser der Arbeiter vor den Fangheuschrecken gesichert. Muss ich mich noch um die Waldräuber kümmern. Nom nom, gerade noch gegessen. Jetzt voll in der Action. Ich muss aber die... Müsste die Waldräuber, die da unten sind, eigentlich weghauen. Die sind dann auch ein Problem. Da ist ein Skelett hinten. Mit dem will ich mich nicht anlegen. Aber ich schieße erstmal den da drüben. Und wir erstmal den looten. Nicht vergessen. Auch wenn nicht nur die, wenn es nur die Zangen sind. Die zwei kann ich mir nicht gleichzeitig anlegen. Oh, der ist mal ein bisschen resistent dagegen. Kann das sein? Nicht, dass er am Ende hochkommt. Jetzt komm mal rauf, du Ding. Au. Da haben wir Marvin. Gibt es so diese Dark Souls Feelings, sich nicht hitten zu lassen. Autsch. Aber manchmal kann ich es einfach nicht vermeiden. Weil wenn ich das richtig scheiße time. Und manchmal treffen die mich einfach out of nowhere. Finde ich auch weird. So, jetzt muss ich erstmal. Wo ist denn hier eigentlich mein Wildschwein-Eintopf? Da will ich was essen. Lebensenergie-Bonus. Geil. Zweimal. Da könnte ich auch viel mehr machen, aber ich habe nicht genug Wein. Muss ich eigentlich mal kaufen. Ich glaube, so einen mehrjährigen habe ich gar nicht mehr. Würde sich lohnen. Wenn mir das plus 1 Lebensenergie gibt, dann gib ihm. Oder gib mir. Den Wald hier muss ich auf jeden Fall dann auch noch irgendwann clearen. Stulle. Okay. Oben ist das Skelett. Muss mal gucken, was das für eins ist. Ein oder zwei Hand. Je nachdem clashe ich mich damit. Es ist ein 2-Hand-Skelett, das tötet mich gleich. Ja. Das war's dann wohl. Der arme Marvin. Marvin, wir werden dich vermissen.
muss meine Sounds wieder anmachen. Bye, have a great time! Ich hab gar keinen Pew mehr gemacht. Und Speere 8. Wie viel habe ich eigentlich von denen mittlerweile? Flammende Klinge des Todes. Ich hätte eigentlich nicht mein Geld für so einen Rotz ausgeben sollen. Sonst noch irgendwo Kürbisfelder oder so? Nö. Hier gibt's auf jeden Fall nichts mehr. Aber ich kann die Lurker hinten am Fluss noch töten. Ja, ich meine natürlich vertreiben. Ja, ist ganz wichtig. Die müssen vertrieben werden. Die siedle ich dann um. Ins Reich der Toten. Die Probleme habe ich kommen. Auf die Varane, die mich beim letzten Mal getötet haben, als ich hier war. Eine Gefahr in der Nähe. Was hat denn der jetzt aufgeschrieben? Ich habe alles getan, was Rita von mir verlangt hat. Ich kann mich bei ihr für die Bezahlung melden. Ich sehe nichts, was den Weinberg vom See aus bedroht. Das sind die Leute, die in Flussblut fliegen. Die so ein bisschen stärker sind. Wenn ihr da kann, habe ich Probleme, um das abzuwehren. Bei den Feldräubern kein Problem. Oh, das sind Minecrawler. Wenn ich die Platten habe, die kann ich auch zum Rüstungsschmied bringen. Vielleicht macht er mir da eine Rüstung draus. Wäre geil. Gute alte Minecrawler-Plattenrüstung. Ein ikonisches Teil durch und durch. Blutfliegenflügel, oh yeah. Oh, da ist ein Minecrawler rausgekommen. Drei Fische gefangen, okay. Dreifisch. Der Dreifisch wird zum Haifisch.
Doppelter Varan. Muss ich bloß den Verwundeten treffen. War nicht der Verwundete, aber der ist eh tot. Schnäberkraut. Schnäberkraut. Okay. Dann gehe ich mal zu Rita. Und dann sage ich dir, hey, ich bin fertig. Ich habe mich um die Monster gekümmert. Ich habe die angegebenen Standorte überprüft. 1000 Erfahrung. Und weiter. War es sehr gefährlich? Muss ich irgendwas befürchten? Nein, es war nur auf dem Kürbisfeld gefährlich, wo ich ein paar Waldräuber losgeworden bin. Von dem See bist du sicher und die Häuser deiner Angestellten habe ich vor den Fangheuschrecken geschützt. Denn es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Und pass in der Zwischenzeit gut auf dich auf. Ich habe hier eine Menge Arbeit zu erledigen. Oh, 125 Gold, okay. Dann sind wir fertig. Okay, das ist schon mal gut. Muss sparen auf die andere Rüstung. Auf die bessere Kettenrüstung. Aber ich laufe mal nach da hinten jetzt. Dort, wo ich beim letzten Mal nicht weiter konnte. Oh, du fühlst dich gesund und stark. Stärke plus 1. Elixier Stärke plus 3. Trinke ich das jetzt schon? Weil es wird, also es wird auf mein Soll nicht drauf gerechnet. Bin ich bei 60. 75. Ich brauche neue Stärkewaffen. Dammit. Alles andere, was ich kaufen kann, ist halt nur Geschick. Mag ich halt nicht so. Ich bin der Strong Boy. Ich bin der Tough Boy. Aber Stone kann mir nicht mehr helfen. Achtung, Gefahr. Achtung, Gefahr. Hier, das sind Goblins. Oh, da ist ein Goblin-Krieger. Die sind im Pack richtig, richtig AIDS. Ich hab's überlebt, das ist schon mal gut. Abwechselnde Ernährung verbessert die Gesundheit. Plus 5. Das ist gut. Gesundheitsboni nehme ich immer mit. Ach, Goblin mit Goblins mit Äxten. Aber mit kleinen Äxten. Dieser heißt genauso. Oh, Snapper beschwören. Okay.
Schwarze Goblin, schwarze Goblin. Na komm. Kommt hier jetzt bei. Okay, das ist besser als ich dachte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Crit bei dem raushauen kann. Den Gold. Den Gold sind den Gold. Gold schmollt. Ich muss es bloß ein bisschen auf die Zeit achten. Oh hey, das ist ein Bär. Und das ist ein schwarzer Bär. Okay, da gehe ich nicht lang. Warum schleiche ich jetzt eigentlich? Habe ich drauf gedrückt? Ich bin auf X gekommen. Ja, moin. Gefährdung am Arbeitsplatz. Komm her, MC Varanius. Es ist gut, dass man hier den Varan auch die Zunge abnehmen kann. Also, oder, ja. Also nicht nur den Feuerwaran, sondern den normalen auch. Bisschen weiter gesagt. Wo ist das? Und wo bin ich hier? Komplett neuer Ort entdeckt. Lauren, hey du. Du willst doch nicht in diese Richtung gehen, oder? Warum nicht? Mann, ich glaube, du weißt nicht, wo du hingehst. Die Biester, die hier leben, werden Hackfleisch aus dir machen. Kehr um, wenn du leben willst. Ja, ich zahle einfach seinen Geldbeutel. Was machst du hier? Ich warne deinesgleichen, vor nicht allzu langer Zeit gab es hier ein Großmord, das dachte, es sei der Herr der Welt. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich ist der Magen eines Alligators oder eines anderen Monsters gelandet. Oh. Okay. Oh. Oh, Sumpfeier. Im südlichen Sumpf. Boah, die Musik ist geil. Melancholic Marvin. Fast so wie ich, wie meine melancholischen Tagen. Kann schon mal ganz vorkommen, dass sowas passiert. Ich will hier nur außen rumlaufen. I'm just trespassing. Leave me be. Oh, das ist ein Sumpfwarane, oder? Ja.
Hier komme ich eines Tages, eines anderen Tages her. Oh. Soll ich? Gürtel des Abenteurers. Das sind normale Wölfe. Und das ist ein Bär. Der Bär macht mir halt ein bisschen Angst. Wenn der herkommt, dann bin ich tot. Der macht Hackfleisch aus mir. Der macht, oder ehrlich gesagt, der macht Gulasch aus mir. Noch mehr Goblins. Geil, Goblins. Wie viel Liebe.